Auch dieses Jahr hatte es sich Report Mainz zur Aufgabe gemacht, grobe Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufzudecken. Doch mit dem Öffentlichmachen solcher Verstöße ist es nicht getan. Um diese dauerhaft abzustellen, braucht es mehr. Mutige Amtstierärzte, unerschrockene Politiker und exzellente Juristen. Denn wer sich mit einem Großen der Fleischbranche anlegt, der muss wissen, dass es ungemütlich werden kann. Nicht nur unsere Juristen können inzwischen ein Lied davon singen. Monika Antes und Edgar Verheyen mit einem weiteren Kapitel im Kampf für einen effektiven Tierschutz. Dieses Mal im Mittelpunkt einer der größten Schweineproduzenten Europas. Gladau bei Magdeburg, 29. Juli 2014. Eine Ferkelzuchtanlage der Strathoff Holding. Wir filmen, als Mitarbeiter des Veterinäramts zum wiederholten Male die Anlage kontrollieren. Ebenfalls vor Ort die Polizei. Welche Eindrücke die Veterinäre vor Ort hatten, erzählt uns der Landrat. Also die Kollegen brauchten schon eine Weile, um sich hinterher wieder zu erholen. Denen war regelrecht übel beim Anblick vor Ort. Ihr Ergebnis dieser stichprobenartigen Kontrolle im Juli halten die Veterinäre in Fotos und Protokollen fest. Die Behörde bemängelt Verletzungen und Erkrankungen, 413 Fälle. Darunter Hoden, Nabel, Leistenbrüche, 149 Fälle. Gliedmaßenverletzungen, 40 Fälle. Außerdem sollen sehr viele Ferkel an einer bakteriellen Hautinfektion gelitten haben. Den sogenannten Ferkelruß hätten die Kontrolleure in 258 Stallbuchten entdeckt. Für die Veterinäre steht fest, Verletzungen und Erkrankungen seien unzureichend behandelt worden. Zuständig für diese Schweine ist er. Der Niederländer Adrianus Strathoff produziert rund 1,5 Millionen Ferkel pro Jahr und gilt als Deutschlands größter Ferkelzüchter. In Werbebroschüren wirbt er mit dem Slogan Begeisterung für Ferkel. Gesund und zufrieden sehen die Tiere dort aus. Die Akten der Veterinäre zeichnen ein anderes Bild. Auf hunderten Seiten werfen sie Strathoff unzählige Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen vor. Am 24. November zieht die Behörde daraus Konsequenzen und untersagt Adrianus Strathoff mit sofortiger Wirkung das Halten und Betreuen von Schweinen. Dagegen ist Strathoff vor das Verwaltungsgericht Magdeburg gezogen. Er klagt grundsätzlich gegen den Bescheid und will verhindern, dass das Verbot sofort durchgesetzt wird. Das Gericht hat seinen Eilantrag gestern abgelehnt. Die sofortige Vollziehung sei notwendig, um weitere gravierende Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen zu vermeiden. Für Deutschlands größten Ferkelzüchter bedeutet dies de facto ein Berufsverbot. Bundesweit. Im kleinen Landratsamt Jerichower Land ist man sich der Tragweite dieses Verbots bewusst. Dennoch steht Landrat Steffen Burchardt voll und ganz zu den Entscheidungen seiner Veterinäre. Letzten Endes haben wir über 5 Jahre aufgezeigt, dass dort starke Verstöße auch gegen Tierhaltungsgesetze begangen werden. Und sich im Laufe der Jahre aber kaum etwas verändert hat. Wir haben bei den Kontrollen immer wieder dieselben Verstöße und teilweise auch neue Verstöße feststellen müssen. Und Zwangsgelder und andere Sanktionsmechanismen haben bislang also keinen Erfolg gebracht. Mehrfach bitten wir Adrianus Strathoff um ein Interview dazu. Doch das lehnt er ab. Wir fahren dennoch nach Gladau, versuchen persönlich mit ihm zu sprechen. Seine Mitarbeiterin empfängt uns, verweist jedoch auf eine schriftliche Stellungnahme. Darin heißt es, der Bescheid leide an zahlreichen offensichtlichen Rechtsmängeln. Sämtliche Anforderungen der Behörden seien umgesetzt worden. Die Vorwürfe seien nicht zutreffend. Behandlungsbedürftige Tiere würden durch den Hoftierarzt mit Medikamenten behandelt. Der Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt stärkt dem Landrat ausdrücklich den Rücken, auch weil er das Verfahren gegen Strathoff unterstützt hat. Es hat stattgefunden auch mit Beratung von Landesbehörden und insofern stehe ich voll hinter dem Beschluss, den der Landrat und der Landkreis dort getroffen hat.
Warum war es nötig, so weit zu gehen? Das ist die letzte Möglichkeit, die wir haben. Wenn andere Maßnahmen nicht greifen, dann gibt es die Möglichkeit, Tierhaltung zu verbieten. Davon haben wir in unserem Bundesland schon häufiger Gebrauch gemacht, nicht bei Tierhaltern dieser Dimension. Aber klar ist, Tierschutz muss umgesetzt werden, unabhängig davon, wie viele Tiere ein Halter hat. Im Landtag von Sachsen-Anhalt waren die Zustände in Strathaus-Ferkelzucht immer wieder Thema. Vor allem durch ihre Anfragen. Für die grüne Abgeordnete Dorothea Friederking ist die Entscheidung des Veterinäramtes ein Meilenstein für den Tierschutz. Dieses Verbot wird nicht nur ein Erdbeben in der Schweinehaltung auslösen, sondern in der ganzen Fleischbranche. Die Fleischbranche muss reagieren, angefangen von den Schlachthöfen. Die Schlachthöfe müssen gucken, welche Tiere sie bekommen. Und wenn sie feststellen, dass die Tiere nicht gesund sind, dann müssen sie reagieren. Und genau hier in Deutschlands größtem Spanferkelschlachthof hat man schon frühzeitig reagiert. Kupferzell in Baden-Württemberg. Der Juniorchef Horst Beck erzählt, er habe seit dem vergangenen Jahr mehrfach sehr kranke Tiere aus Strathoff-Betrieben aussortieren müssen. Jetzt hat er gemeinsam mit dem Veterinäramt Adrianus Strathoff angezeigt. So was habe ich noch nie gesehen. In diesem Ausmaß noch nie. Und die sind alle von Strathoff betrieben? Die sind alle von Strathoff betrieben, ja. Das kann man an den Ohrmaligen sehen. Der Tierschutz ist für ein Fremdwort für ihn. Also sowas kann nicht sein. Ein Landwirt, wo sein Stall im Griff hat, kommt sowas nicht vor. Amtliche Fotos zeigen Ferkel mit schmerzhaften Bauchbrüchen. Die Tiere stammen aus mehreren Strathoff-Betrieben, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern. Wir selber legen höchsten Wert auf Tierschutz. Und ich hoffe, dass durch unsere Bilder und durch unsere Anzeige zusammen mit dem Veterinäramt hier auch gestraft wird. Wir haben Adrianus Strathoff zu den Lieferungen kranker Tiere angefragt. Doch Antworten haben wir nicht bekommen. Juristisch geht er weiter gegen das Verbot vor. Jetzt müssen die Gerichte entscheiden.